diesen Auftrag bekam. Gern stellt man auch den erschreckenden Bildern aus Afghanistan Aufnahmen von Ground Zero gegenüber, wo die Helfer zu diesem Zeitpunkt immer noch 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Und man betont immer wieder, hier wurden 5000 unschuldige Amerikaner ermordet. Dabei belegen alle Schätzungen, dass mehr Zivilisten bei der Bombardierung Afghanistans ums Leben gekommen sind, als 2001 in den Twin Towers in New York. Die Stimmung gegen die Kriegsgegner heizte sich auf. Some Americans sadly not interested in victory, and yet they want us to believe that their behavior is patriotic. Well, it's not. Pay no heed to the peaceniks and the left-wing rock stars. They've had their 15 minutes of fame. These people are essentially useless. They are reflexively opposed to war. It's a principled position, but it's the wrong position, and you can't take them seriously as a strategic voice. Millions and billions of useless people out there. If you want to have democracy, you've got to have Demokratie braucht freien Informationsfluss. Es darf keine Manipulation geben. You can't have the manipulation. Dann die Wende in den Medien. Nach der schnellen, erfolgreichen Einnahme Bagdads kommen die eigentlichen Probleme zum Vorschein. Es gibt keinen Plan für die Zeit danach. Die Gewalt eskaliert. Obendrein erfährt die Öffentlichkeit, dass der Militärschlag auf einer Lüge basierte. Der Irak hat gar keine Massenvernichtungswaffen. Jetzt kommt zum ersten Mal auch in den Medien Kritik auf. Plötzlich sind sich alle einig, dass bei der Tonkin-Resolution damals und den Waffen im Irak gelogen wurde. I'm sorry to say, but certainly television and perhaps to an extent my station was intimidated by the administration and its foot soldiers at Fox News. We should have been more skeptical. But that doesn't bring back any of the people. Aber das macht keines der Opfer wieder lebendig. Keinen unserer Soldaten und nicht die, die in ihrem Land von uns getötet worden sind. Es ist schön und gut zu sagen, das System hat funktioniert, die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Für diejenigen, die gestorben sind, war es zu spät. Also ist das hier ein Bild von Petrus oder ist es ein Bild Jupiters? Es kommt aus dem Jupiter-Tempel. Es ist ein Bild Jupiters. Es ist ein Götzendienst. Und der Fuß wird in den katholischen Kirchen geküsst, aber das hat nichts mit Petrus zu tun. Wie sitzen die Geheimorganisationen zusammen? Ich habe es ein bisschen anders zusammengefasst als Gary H. Carr von allem dem, was ich so studiert habe. In der Mitte ist immer noch Babylon. Und alle Religionen führen zurück zu dem Okkultismus, der zusammengefasst wird in der Kabbalah. Und in dem Kabbalismus wird gelehrt, dass Luzifer der wahre Sohn Gottes ist. Wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. It's necessary. Der Paukenschlag der Medien dient als Verstärkungseffekt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connection. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see, both of them want to see Americans dead. And I was very struck by the acceptance. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und die Invasion des Irak war nicht mehr nur möglich, sondern fast schon sicher. President essentially giving Saddam 48 hours to get out of Dodge. War now seems all but inevitable. Short of a bullet to the back of his head or he leaves the country, war is inexorable. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. And in many ways, the U.S. news media... Die US-Medien standen dem Weißen Haus bald kaum noch darin nach, die Weichen auf Krieg zu stellen. In setting the agenda for war... We'll take you there. MSN. And although it's called the liberal media,
Wir sprechen gerne von liberalen Medien, aber es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit, die die Unausweichlichkeit des Einmarschs in Frage stellen. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. Die Invasion von Grenada 1983, Panama 1989 und der erste Golfkrieg 1991 machte man prompt zur TV-Show, produziert vom Pentagon. Man tat alles, um die Regierungssicht ins rechte Licht zu rücken. Das große Risiko steckt darin, dass biometrische Daten in einen Chip eingeschrieben werden und sie mit diesen biometrischen Daten von der Bundesregierung sozusagen auf Reisen geschickt werden. Werden die Länder, die man bereist, nicht einfach biometrische Datenbanken anlegen? Der Staat hier in Deutschland kann uns nicht dagegen schützen, wenn natürlich unsere restriktive Datenschutzgesetzgebung in diesen Ländern nicht gilt. Wenn Sie Bedenken haben bei der Einreise in irgendwelche Staaten, dass Sie dann sich nicht dem dortigen Grenzregime unterwerfen wollen, da kann ich nur sagen, dann bleiben Sie halt zu Hause. Die Technologie wird von Mal zu Mal ausgefeilter. Wir haben intelligente Bomben, gelenkte Präzisionswaffen und doch sterben mehr Zivilisten als Soldaten. Und ihre Zahl steigt seit dem Ersten Weltkrieg immer weiter an. Jetzt die Essener haben sich an den Kabbalismus festgehalten und der moderne Gnostizismus, der wurde gegründet nach Levi, Eliphas Levi, einem großen Freimaurer und Hexer. Als der Ursprung kam von Simon Magus. Ganz interessante Geschichte, wir haben nicht Zeit darüber zu lesen. Das ist in Historie de Magi und an diesen Organisationen haben auch gehört dann nachher die Templer. Und die Templer waren eine Gruppe, die erst angestellt wurden als Behüter des Tempels. Und dann waren sie ein Ritterorden im Papsttum. Und sie hatten eine interessante Geschichte, über die wir nachher etwas mehr sagen werden. Und die Templer haben zusammengearbeitet mit geheim-islamitischen Organisationen, nämlich die Ismailis, die Karmatites, die Fatimites, die Druses und die Assinen, Assassins. Es ist interessant, dass die Assassins schon früher mit Sprengstoff sich umbunden haben und sich in die Luft geblasen haben, wenn sie etwas erreichen wollten für ihr System. Nur so interessant als halber. Und es scheint, als ob geschichtlich sich nicht viel geändert hat. Die Templer, der okkulte Arm, geht wahrscheinlich, so wie Karl sagt, durch die Rosenkreuzler, aber die Soldaten, diejenigen, die Generäle dieser mächtigen Armee, werden beherrscht durch die Jesuiten. Und die Jesuiten sind die Urheber der Freimaurerei. Das ist einfach so zu sagen, ohne zu beweisen, aber die Beweise werden kommen. Also wer waren diese Templer? Dieser Templerorden hat dieses Emblem als ein wichtiges Emblem. Und das ist nur ein Beispiel. Ein anderes bei CNN.